So, da sind wir wieder bei Bard's Tale und ja, wir haben drei Gefährten und wir sind im Schnee und es gibt Gegner und ich weiß nicht, welche das sind. Das sind Wölfe. Die ruckeln und das ist in Ordnung, weil dann sind sie außer Reichweite. Das ist es, was ich möchte. Oh, die Felle sind sogar mehr wert jetzt. 9. Wahrscheinlich von Eiswölfen. Ja, dieses Fell jetzt nicht, aber die von den Großen. Ja. Es gibt hier Berge, es gibt Eis, alles, was es jetzt begehrt. A winter storm raged in the mountains, stopping dead the progress of the Bard, who had no way to protect himself from the bitter cold. Oh, okay. Also wir kommen hier an dieser Stelle nicht weiter, weil wir erst noch eine Möglichkeit finden müssen, uns aufzuwärmen. Ja gut, ich bewege mich auch so langsam, dass da irgendwas nicht zu stimmen scheint. Ich habe so viele Wolfsfälle und Eberfälle gefunden. Kann ich die nicht irgendwie benutzen? Müssen die automatisch in Geld umgewandelt werden? Was haben wir denn hier? This must be the entrance to those tombs that dear deceased Bove mentioned. Talk about a chilly reception. Won't be getting through there anytime soon. Okay. Ja, yeah, wir kommen hier auch nicht weiter. Es fehlt nämlich noch ein bestimmter Freund, der uns gegen Eis helfen könnte. Es gibt noch einen. Wir haben ja ein Elementar in der Form der Donnerspinne und auch das einzige Elementwesen, aber es gibt natürlich auch noch für andere Elemente ein Wesen und eines wäre hier sehr praktisch, nämlich das Elementwesen von Feuer. Hey, wer ist denn hier? Es ist Gower. Gower? Gower? Welcome to my humble camp, good sir. Hallo. Could I interest you in a sword? This particular sword was once used by the great hero Peridor to... Stop! Stop! Hold on! You don't appear to be freezing your arse off in this cold. What's your secret? Ah, you are an observant man, I see. This brew allows me and me arse to ignore the effects of any cold. Ah, das ist ja praktisch. Ja, wir sollten besser nett mit ihm sein, weil er ist ein netter Kerl eigentlich und ich glaube, es ist von Vorteil. Well, my warm-ass friend, let us share a drink and a new friendship. But would you be my friend if I didn't have something you very much needed? Doch, ich wäre sowieso dein Freund. Es geht nicht um den Trunk, den du da hast. Nein, nein, es geht... ich mag dich einfach, alter Mann. I see, you're a man who thinks ahead. I bow before your wisdom and hope you share your warm brew with a fellow traveler in need. Very well. You seem to be a kind enough soul. Please take a generous swig of my magical brew on the house. Super. Ah, jetzt kann ich mich durch die Kälte bewegen. Ja. Ah, magical and tasty. Aye. And let us not forget, potentially deadly. That may be something you'll want to put on a warning label. I be Gower, and you've fallen right into me trap. Oop. Now let's discuss the true price of that brew. Uh-oh. Was? No, oh, es ist einer von denen. Oh, the old fake peddler trick. My mother always warned me to be careful who I drink with. Or is it whom? Now that you've drunk from me jug, ye undergish, unless this curse is broken, ye will remain a prisoner of this mountain wasteland for eternity. As long as my arse is warm. In the mountains lies the sword Casgair, a sword fated to be me doom. You will fetch me this sword, and only then will this curse be lifted to set you free. In layman's terms, give it to me, or die in this mountain. For once, to everyone's amazement and approval, the Bard was speechless. Ah. Okay, der Gower war doch nicht so ein netter Kerl. Aber wir müssen jetzt ein Schwert besorgen. Kasagir, oder wie das hieß. Zerschlagt viele Fässer. Ist immer noch aktiv, diese Sidequest. Findet das Schwert des Trow, um den Fluch zu brechen. Er ist ein Trow. Ist, dann können wir diese Ebene wieder verlassen. Stimmt das auch? Hm, was passiert? Our hero was under a potent spell and had to obey the command of the Trow or suffer a horrible demise. A horrible demise. I hope you don't mind me saying that I'm impressed with the curse put upon you. Quite deadly and quite powerful. If I were you, I'd either fetch the sword of which he speaks or make out your will. Wow, very impressive. Some fine work there. For some reason, I don't share your enthusiasm. Hey,
Ja, weil wir die. Ja, das passiert auch manchmal, dass man in bestimmten Situationen, wenn man bestimmte Charaktere beschworen hat, in diesem Fall war das die Schrulle, dann noch Kommentare abgegeben werden von denen. Ich meine, nicht alle von den unseren Begleitern können sprechen. Aber einige tun das dann in bestimmten Situationen. Ich kenne sie nicht alle, aber ja, das Spiel ist auch dahingehend immer wieder eine Überraschung wert. Sterbe ich jetzt? The magic of the trial was indeed potent. As much as I like seeing you in pain, I'd suggest you go get that sword. Oh, der Erzähler hat sogar Mitleid mit dem Baden, manchmal so ein bisschen. Ja? Ah, ne, jetzt kommt gar nichts mehr. Ne, ist auch in Ordnung. Aber dass das auch noch ein paar Mal erwähnt wird, sozusagen, oder dass man da was anderes an Text kriegen kann. Ja, das Spiel ist wunderbar in dieser Hinsicht, dass man bei jedem Schritt fast irgendwas Neues entdecken kann. Und ich meine, die Gaunerin, obwohl sie so leicht bekleidet durch die Gegend rennt, hat hier wohl gar keine Probleme. Ich meine, sie ist eine magische Kreatur. Teilen. Too easy. All too easy. Vielleicht ist sie deshalb immun dagegen. Wäre jetzt meine Interpretation. Nein, nicht in die Wand schießen. Does it hurt? Davon kann man ausgehen. Too easy. Oh, die kleinen Wölfe sind keine Bedrohung. Ja, und wieder mal müssen wir eine Sidequest für irgendeinen Hampelmann erledigen. Für einen weiteren Trow. Too easy. Did you blink? Meine Güte, ich brauche ja selber gar nicht mehr schießen. Meine Freunde machen das ja alles von sich aus. Over here. Ah, er will jemanden rufen. Ja, aber das lasse ich nicht zu. Oh, Kunal Trau. Wie dreht sich die Kamera? Ich glaube, mein Controller spinnt ein bisschen. Geschossen. Die Gaunerin finde ich besonders cool. Das Coole an ihr ist ja auch, dass sie ständig ausweicht und deshalb nicht so schnell stirbt. Sie in Kombination mit der Donnerspinne sind ein gutes Team, muss ich sagen. Und natürlich auch unser Hündchen. Nicht, wo ich hier lang laufe. Okay, hier ist wohl nichts. Oh, Hündchen buddelt was aus. Ja. Ja, es gibt immerhin 4 Silber. Okay, wie sieht's auf der Karte aus? Okay. Hier sind noch mehr Gegner. Wir brauchen einen Troll. Stürmt hinein! Ja, lebst noch. So, hier kann man nämlich auch was finden. Nämlich ein Upgrade für. Mal sehen, habe ich es gefunden? Nö. Das war einfach nur ein bisschen Geld. Ja, ist auch nicht verkehrt. Hier ist. Healing! Healing. Aber das meine ich gar nicht. Ich meine eigentlich ein Lied. Ein Upgrade für eins unserer Lieder, die wir schon haben. Ist nur die Frage, wo das ist. Das ist ein weitläufiges Gebiet. Ich sag mal so, dieses Kapitel ist ziemlich lang. Ich habe mich gefragt, wie lange ich hier rumlaufen muss. Und es war dann doch sehr viel länger, als ich jemals erwartet hätte. Mich noch dran, dass ich dachte, wann bin ich hier endlich raus? Aber wir werden lange Zeit in dieser Eislandschaft oder Höhlensystem herum oxidieren.
Was ist das hier? Hoffentlich nicht das, was ich denke. What we got here? A chest in the middle of nowhere. Oh. Obviously a trap. You know, I'm not gonna be lured in by such an obvious ploy. Ah, what the hell? Ah, what the hell? Ja, das ist jetzt meine Frage. Behealed! Ich gesagt habe ich ein bisschen Bammel davor, da jetzt hinzugehen. Deshalb gehe ich nochmal zurück. Aber ich möchte nicht, dass ich hier dann abgeschnitten werde. Das ist nicht mein Begehr. Deshalb gehe ich erst nochmal hier längs. Ah, woher soll man das vorher wissen? Ob man lang gehen kann oder nicht. Oh oh. Oh no, please. Aber die sterben alle ziemlich schnell. Erstaunlich schnell. Ein Hoch auf unsere Freunde, die Donnerspinne. Wow, ihr habt alles erledigt. Danke. Muss ich gar nichts mehr machen. So, hier ist ein weiterer Baumstumpf. Kann man hier noch irgendwas aufsammeln? Nö. Okay, auch nur Geld. Ach, wäre ich doch gleich da lang gelaufen. Ich will dieses Lied haben. Vielleicht ist es auch in dieser Truhe und ich bin nur gerade panisch, aber... Ich will es nicht verpassen. So, schauen wir mal. Was hier noch ist. Außer ein paar Gegnern. Trau. Trau ist kein Problem. Too slow. Ja, wir sind ein gut eingespieltes Team, muss ich sagen. Das rennt ja richtig hier. So, noch ein Baumstumpf. Aha. Und was haben wir hier? Einfach nur Wikinger-Äxte und ein Schiff. Ein schwebendes Schiff? Oder ist das ein Fluss? Weiter komme ich hier auch nicht. Es ist ein Wikinger-Schiff, aber es ist keiner an Bord. Ich kann auch weiter nichts machen, na toll. Okay, wenn dem so ist, dann muss ich wohl wirklich da lang, wo ich... zuerst war. Ja, man kann das schon an der Grafik dann sehen, dass das Ganze dann abbrechen wird, diese Eisschaule da. Und wir dann entsprechend weggetrieben werden. Aber sonst habe ich ja nichts übersehen hier. Ich meine, hier war ich ja auch. Ja, da bin ich lang gelaufen, da bin ich lang gelaufen. Jupp, jupp, jupp. Na gut. Dazu fällt mir dann nichts weiter ein, außer zu sagen, wir gehen weiter. Ist hier noch was? Nö. Wird schon richtig sein. Da drin ist... Ach, da ist es. Okay, der verbesserte Söldner, genau. Den wollte ich haben. Ja, und da war er. Doi. Aber ich war mir nicht sicher. All too easy. Damn, I fall for that every time. I knew it was a trap. Bringt uns auch nichts. You're the one giving us such trouble. To tell you the truth, I am a bit surprised. I expected you to be more formidable. That makes two of us. Nobody asked you. Nee, aber er kommentiert das trotzdem. Since I control your fate, I don't think I really need to be asked. Don't you agree? No, I was talking to... Never mind. If you're speaking to your maker, you might want to mention you'll be seeing him very soon. Farewell. Farewell. Ja, und natürlich passiert genau das. So, jetzt könnte es nochmal heikel werden. Die Fahrt auf dem Fluss. Gebirgspass 2. Denn es soll hier... Wir sollen mit einigen Gegnern konfrontiert werden, so wie ich das vernommen habe.
Oh ja, da sehe ich Wasserwesen. Das gefällt mir gar nicht. Aber ich kann sie erledigen. Das war nicht mal so schwer. Too easy. Sind da, ist das das... Das sind irgendwelche solche Kraken... Briefwesen. Sehr interessant, aber auch gefährlich. Ein Hoch auf die Donnerspinne an dieser Stelle. Knallt sie alle ab! Das muss das Flussvolk sein. Wo sind sie? Hm, da sind sie, aber wir fahren erst noch woanders lang. Behielt! Okay. Okay, wir sind gelandet. Interessant. Oh, eine Badehose. Warum haben die ausgerechnet Badehosen an? Und warum finde ich so viele Hosen in diesem Spiel? Ich finde Trauhosen, ich finde... normale Hosen. Ich finde Badehosen. So, Wölfe. Okay. Wölfe sind kein Problem, wenn ich sie denn treffe. Too easy. Oh, too easy. Oh, zwei hintereinander erwischt. Zeitgleich sogar. Die sind synchron umgekippt. Sowas mag ich. Das ist optisch immer ganz nett. Ich brauche bloß einen Schuss. Oh, ein Baumstumpf. Kann ich auch mal normale Truhen finden? Ich finde immer nur Baumstümpfe. Naja, eine Perle. Schneekugel von Hauten. Sehr passend in dieser Umgebung. Ja. Und ja, jetzt müssen wir eigentlich bloß noch... Das Schwert von... oder das Schwert Kasagir finden. Achso, und hier geht's nicht weiter. Okay, ist auch in Ordnung. Dann habe ich wenigstens einen geraden Pfad. Hündchen, hast du was entdeckt? Ah, er hat was entdeckt. Good dog. Good dog. Oh, alte Knochen. Keine polierten Knochen diesmal, sondern alte Knochen. Aber sind auch zwei Silbermünzen wert. Und ich bin immer stolz, wenn unser Hündchen was entdeckt. So, was habe ich da für Geräusche? Sind das Wildschweine? Jo, Wildschweine, Alter. Oh, oh. Does it hurt? Does it hurt? Ach, sie ist toll. Ich liebe die Gaunerin. Sie läuft hier halbnackt durch die Tundra und metzelt sich trotzdem so wunderbar durch. Eine sympathische Figur. Muss ich sagen. Ich habe Respekt vor solchen Leuten, die sowas können. Das ist nämlich ganz schön irre. So, Wildschweinreiter. Was habe ich erwischt? Ja, ich höre Wildschweinreiter. Da kommt noch einer an. Schön stoppen, damit der Angriff unterbrochen wird. So, eine Ram-Attacke. So. Was haben wir denn noch hier? Okay, ich glaube, dann geht's auf der nächsten Eisscholle weiter. Aber ich kann erstmal hier noch langlaufen. Das ist ein Baumstumpf. Too easy. All too easy. Oh, da steckt sogar noch ein Brennpfeil drin in der Wand. Eine Perle und Adder oder Natternstein. Im Englischen heißen sie Adderstones und ich komme damit im Englischen und Deutschen immer durcheinander. Natternsteine, Adderstones. Für mich alles dasselbe. Okay, eine weitere kleine Flussfahrt. Okay. Kommt alle an Bord. Und das Wasser sieht sehr schön aus. So diese Wellen, die geschlagen werden. Ach. Allein optisch ist das Spiel schon sehr schön anzusehen, wie ich finde. Das ist... Highlight für mich. Ja. Wenn sie direkt vor der Eisscholle sind, dann kann ich sie nicht erwischen mit dem Bogen. Könnt mir das Wasser reichen? Ja, die können dir das Wasser reichen. Was auch immer das für Wesen sind. Ich glaube, das ist das River Folk oder wie sie genannt wurden. Irgendwo wurden sie mal erwähnt. Ich dachte immer, das wären diese Trow-ähnlichen Wesen, aber das sind einfach nur Trow. Oh, kommt da mehr.
Oh, unser Heiler ist weg. Zeit für ein Lied. Muscheln. I'll put a spell on you. Das will ich auch hoffen. Ich habe immer noch die Karte aktiv. Weiß ich gar nicht warum, weil ich brauche sie hier gerade gar nicht. Healen! Oh, hier ist noch was. Oh, das Wasser glitzert aber sehr stark, muss ich sagen. Hinter uns. Wow. Das tut den Augen fast weh. Okay. Was seid ihr? Take that! Take that, jawohl. Ich kann ja zum Glück nicht im Wasser ertrinken oder so ein Blödsinn. Ich stehe ja sogar schon im Wasser eigentlich. Deshalb kann ich schon aus der Ferne... Aha, hier sind Trau. Die wollen uns vom Land aus angreifen. Aber damit werden sie kein Glück haben. Nein, das Silber. Ich kann es nicht aufsammeln. Da ist hier irgendwo einer. Okay. Gaunerin, erledige ihn bitte. Danke. Crow, crow. Wer sagt da Crow, crow? Boah, ich dachte gerade, da kommt so ein Riesenmonster raus. Das sah gerade so aus, als wäre da irgendwie was Großes im Wasser. Aber das waren doch nur die Wellen. Ich habe Respekt vor Wasserleveln und vor Wassermonstern. Das ist immer mit das Unheimlichste in Spielen, wie ich finde. Auch in Super Mario 64. Ich erinnere nur an Unagi oder Kano. Das hat mich als Kind... Ich hatte immer Angst vor Wasserleveln. Das war immer so... Unterwasserleveln vor allen Dingen. Ne? Zweimal... nein, nein, nein. Weg, ihr Monster. Weil sie so groß sind und man meist nie das Ende von denen sehen kann auch. Die sind dann so... Ja. Man kann ihre Größe gar nicht fassen. Just a flesh wound. Ich werde hier nur eine Fleischwunde. Oh, hier sind wir Trau. Hallo. Au, 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 au. Aber wozu haben wir denn die Donnerspinne? So. Alle erledigt. Jawohl. Aber hier könnte noch was sein. Ein Haufen Wölfe. Too slow. Think you can handle me? Oh, die Donnerspinne wird angegriffen. Und Hündchen ist weg. Haben wir dafür einen weiteren Baumstumpf. Mit Natternstein und einem Rubin. Ja, ich wollte schon Smaragd sagen, aber... Gut, dann hat sich das auch gelohnt. Oh, was liegt hier noch rum? Pfeile. Okay. Sonst noch etwas? Nö. Und es gibt eine weitere Flussfahrt. Eine Seefahrt, die ist lustig. Eine Seefahrt, die ist schön. Hühnchen, Gaunerin, seid ihr auch drauf? Ja, okay. Healen! Wir sind eine Bande. Ja, wir haben ja jetzt den aufgerüsteten Söldner. Da ist er. The Mercenary. Typical of his Oder? Sort. Ja. Crude, rude. And very handy to have around in a fight. Also er müsste jetzt mehr Gesundheit haben. Certain parallels could be drawn to the bard. Mehr Gesundheit, mehr Schaden und mehr Rüstung, glaube ich. Kostet natürlich auch ein bisschen mehr Mana. Ich meine, ich könnte ja mal die Gaunerin wegnehmen. Ich will es eigentlich ungern, aber ich glaube, der Söldner sollte sich auch gut schlagen. Hoffe ich. Sein Lied klingt jetzt wesentlich cooler. Mit Trommeln. Und da ist er. Mit seiner Axt. Haben wir schon ein weiteres Upgrade-Lied? Okay, die Trau kann ich schnell wegschießen. Jetzt geht es um diese Gesellen hier. Der Söldner tut seine Sache auch gut. Kann er nicht so viel meckern.
Lebt hier noch einer? Schnell genug. Okay. Jo. Das wird nahezu erledigt. Sehr gut. Time to get paid. Time to get paid. Aber er will gar kein Geld haben. Er will nur Musik. Ihr kümmert euch um die Nahkampfgeschichten hier. Es gibt auch mehr Nahkampfcharaktere, die man beschwören kann, als Fernkampfcharaktere. Von daher ist es ganz gut, dass man selber dann ein Fernkämpfer ist. Und dann kann man... Ich sehe den Baden auch mehr als jemand, der hinten steht, hinten dran steht und halt primär unterstützt. Ich meine, er ist ja auch ein... Barde ist ja ein Charakter, der Debuffs oder Buffs wirkt. In Rollenspielen dann meist. Ja, und ich habe Respekt vor Baden inzwischen. Nicht nur wegen diesem Spiel, sondern auch wegen The Bard's Tale und generell... Irgendwie haben sie was. Ne? Sie sind so eine ganz spezielle Klasse, die ganz einzigartig ist. Das gefällt mir. So, was haben wir hier? Ah, da ist das Schwert, das wir holen sollen. Remembering the curse of the Trow, the Bard strode forward to draw the sword from its icy abode. Na gut. Ja, dann haben wir diese Seefahrt jetzt hinter uns. Das finde ich ganz gut. Gibt es hier sonst noch etwas, was ich mitnehmen kann, bevor wir uns das Schwert holen? Schicke Steine hier. Nehmen wir es uns. Sollte ja ganz leicht sein. Das Schwert im Behold Stein. The fabled sword Kazgair freed from centuries of imprisonment in the ice by the hand of our brave hero. Mhm. Ah, my favorite part of our tale. Ja, denn der Boden ist eingestürzt dadurch und oder das Eis und jetzt befinden wir uns an. Bard awoke in a strange, darkened room, not realizing where he was or how he got there. If only I had a piece of silver for every time that happened. Das passiert häufiger. Ich muss meinen Bogen wieder ausrüsten. Ja, jetzt sind wir in irgendwelchen Katakomben, vereiste Katakomben, und ich fühle mich gerade an Rune erinnert. Auch ein wunderbares Spiel, das ich vielleicht mal spielen könnte. Mal wieder. Türen, aber das ist erstmal ein Speicherpunkt. Und das werde ich als erstes tun, bevor wir uns dann hier an die Erkundung machen. Ja, auf dem Weg, den wir gekommen sind, können wir nicht zurück. Ich meine, die Eisflöße sind ja auch nicht mehr erreichbar oder können nicht mehr zurückfahren, wegen der Strömung vielleicht. Aber ja, so ist das eben. Aber dann geht es gleich weiter. Bis gleich.